sich ein bisschen warm zu machen, gerade an so Tagen heute, wie es ein bisschen kälter ist. Ein, zwei Dehnübungen, ein bisschen irgendwie rumspringen oder so ein Quatsch, den Puls hochbringen, damit der Körper ein bisschen aktiviert wird, ein bisschen lockerer wird, hilft. Und dann achte ich immer sehr darauf, in Rhythmus zu kommen, viele verschiedene Schläge zu machen, Draw, Fade, flach, hoch, dass man einfach dieses Gefühl, was man braucht, dafür wieder beifliegen soll, dass man das aufbaut. Und dann fange ich an mit dem Sandwedge, mit Pitches und dann hoch bis zum Driver. Ja, ich denke, das meiste hat er schon gut gesagt, der Max. Ich denke noch, es hat ja jeder so ein Gefühl, was seine, wie sagt man, wo er am längsten braucht beim Warmwerden. Also bei mir sind es zum Beispiel, ich muss immer auf meine Handgelenke achten in der Früh, ich muss da ein paar Übungen machen, weil ich da eben leichte Probleme ab und zu habe. Manche gibt es vielleicht, die müssen ihre Hüfte lang aufwärmen mit irgendwie, ja wie gesagt, so ein paar Sprünge oder so Flexibilitätsübungen. Ich denke, das weiß aber jeder selber, wo er sich, wie sagt man dann, recht steif in der Früh fühlt. Und dann, wie auch gesagt, an sehr kalten Tagen mit Sicherheit dauert es mit Sicherheit etwas länger. Man kann auch, was wir auch ganz gerne machen, ist, uns bevor wir auf den Golfplatz fahren, schon zu Hause, also im Hotelzimmer oder im Fitnessstudio, da machen wir eigentlich so eine Warm-up-Session. Das heißt, dass du an den Golfplatz kommst und schon letzten Endes schon warm bist. Aber ich sage mal, ein paar Dehnübungen sind immer gut oder ein paar Flexibilitätsübungen. Und dann auch bei mir genauso von kleinen Pitches dann bis Ende hin zum Driver. Nie mit, ich meine, es gibt ja immer genug Leute, die mit Driverschwüngen anfangen, das würde ich jetzt nicht so empfehlen. Aber am Ende ist es auch schon eine sehr individuelle Sache. Aber wenn man sich nicht warm fühlt, sollte man auch keine vollen oder auch Vollgasschläge machen, denke ich. Wie wichtig meint ihr, ist eine Routine beim Einspielen? Ja, schon wichtig. Ich habe schon meine Routine, die ich immer durchgehe. Kann auch wieder sehr individuell sein, aber wenn man da eine Routine hat, so, wo man sich sicher fühlt, wenn man das dann macht, dann kommt man aufs erste Tee und weiß, man ist bereit, ohne dass man jetzt irgendwas nicht immer oder irgendwie zu viel gemacht hat. Aber wie gesagt, was ich sehr wichtig finde, ist, dass man nicht nur sich hinstellt und einen nach dem anderen haut, sondern wichtig ist es, dass man verschiedene Flugkurven haut, mal einen flachen, hohen, Fade, Draw, auch mal einfach nur einen 70% Schlag, mal ein bisschen volleren, einfach, dass dieses Kleinhirn anfängt, so ein bisschen das Unterbewusstsein ein bisschen zu arbeiten. Ja, auch. Und ich denke auch, um irgendwie eine Tendenz für den Tag vielleicht sogar rauszufinden. Also, dass man halt sagt, es gibt ja Tage, da geht der Draw gut, da geht der Fade gut oder der Slice. Und, aber wenn man von vornherein immer nur, wie gesagt, einen Schlag nach dem anderen, ohne große Gedanken dran zu verschwenden, macht, dann findet man die Tendenz vielleicht erst auf dem sechsten Loch raus, wenn man schon irgendwie drei Doppelbogies gespielt hat. Und deswegen denke ich schon auch, Tendenzen rausfinden während dem Einschlagen ist mit Sicherheit auch ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Super, danke, Jungs.